Seit dem 31. Mai zelten diese Istanbuler Studenten im Gezi-Park. 14 lange Tage. Doch heute ist ein ganz besonderer Tag. Es ist der Tag des Ultimatums. Die Gruppe bereitet sich auf eine schlimme Nacht vor, mit Taucherbrillen, Atemmasken und einer schmerzstillenden Lösung für die Augen. Ich habe Angst um mein Leben, wirklich. Ich habe sehr viel Angst, denn es gab schon Tote. Aber ich muss das hier machen, denn ich will weiter lachen können. Und um lachen zu können, ist der Widerstand der einzige Weg. Aber wir haben inzwischen dazugelernt. Wir wissen mittlerweile, wie wir uns schützen können. Es gibt keine Massenpanik mehr. Wir passen gegenseitig auf uns auf. Es ist dieser Auftritt am Vormittag, der den Demonstranten Sorge bereitet. Ministerpräsident Erdogan lässt sich vor versammelten Oberbürgermeistern für seine Strategie beklatschen. Dann sagt er, dass seine Geduld am Ende sei. Ich appelliere an die Eltern, bitte holt eure Kinder aus dem Park heraus, denn wir können nicht länger warten. Der Gezi-Park gehört nicht diesen Besetzern, der Gezi-Park gehört den Istanbuler Bürgern und der ganzen Nation. Bilder im Internet machen die Runde, zahlreiche Polizeibusse, die hinter den Häusern parken. Es wird ernst. Aktivisten beobachten aufmerksam das Geschehen am Taksimplatz. Dort fährt immer mehr Polizei auf. Am Abend ist der Taksimplatz deutlich leerer als in den vorangegangenen Tagen. Die meisten Demonstranten stehen hinter den Barrikaden im Gezi-Park, fühlen sich dort sicherer, wie ein Demonstrant erklärt, der nicht erkannt werden will. Wir werden ständig hier angegriffen. Wir haben diese Barrikaden gemacht, um uns zu schützen. Sie sagen, dass wir die Straßen sperren, aber wir machen unsere Barrikaden, um uns selbst zu schützen und um das Volk zu schützen. In dem Moment, als die Istanbuler Studenten für den Fall einer Verletzung ihre Blutgruppe auf den Arm schreiben, kommt eine Nachricht, die die Situation etwas entschärft. Erdogan will sich in diesen Minuten in Ankara doch noch mit Vertretern der Protestbewegung zu Gesprächen treffen. Wenn ein Mensch vorankommen will, muss man aus seinen Fehlern lernen. Wir versuchen ihm seine Fehler zu zeigen und so kann man eine Lösung finden. Tayyip muss von seiner Sturheit ablassen. Wir wollen jetzt eine demokratische Lösung und die muss durchsichtig sein. Es war ein Tag großer Anspannung und Muskelspiele in Istanbul. Ein Tag, an dessen Ende es nun doch noch ein bisschen Hoffnung auf eine friedliche Lösung gibt. Michael Schramm, herrscht in Istanbul denn gerade die Ruhe vor dem Sturm? Nicht mehr ganz. Der Eindruck war vielleicht vor ein paar Stunden so, dass man sagen kann, hier sei die Ruhe vor dem Sturm. Jetzt gibt es tatsächlich Zeichen der Hoffnung, dass dieses Gespräch, das für alle Beteiligten überraschend ist, denn gestern gab es ja schon mal ein Gespräch zwischen Erdogan und Künstlern, die er sich damals selbst rausgesucht hatte. Diesmal ist tatsächlich das Taksim-Forum dabei, also die Leute, die wirklich für die Demonstranten sprechen können. Und da darf man schon gespannt sein, ob da vielleicht nochmal versucht wird, eine weitere Lösung zu finden, die auch einen Schritt mehr bietet, als das gestern offerierte. Aber von diesen Gesprächen wissen Sie zur Stunde noch nichts, was da rausgekommen ist, oder? Weiß wirklich überhaupt niemand und da wird wahrscheinlich echt auch gepokert werden. Also Erdogan will natürlich sein Gesicht wahren, seiner eigenen Klientel gegenüber, daher immer wieder die Härte, die auch heute wieder in der Rede sehr deutlich zu hören war. Und auf der anderen Seite muss er Signale senden, weil die Situation ist so verfahren und die Demonstranten wollen nicht weichen und ein großes Blutvergießen würde auch Erdogan letztlich nicht helfen. Aber geht es ihm denn eigentlich noch um das geplante Gebäude mit Einkaufszentrum im Gezi-Park oder nur noch ums Prinzip, diesen Konflikt für sich irgendwie zu entscheiden? All den Demonstranten geht es immer weniger um den Park, wobei der natürlich wichtig war und der war nicht nur Auslöser, den Menschen liegt dieser Park am Herzen, aber natürlich in Wahrheit geht es um diesen autoritären Führungsstil Erdogans und Erdogan muss genau jetzt zeigen, ob er mehr drauf hat als diesen autoritären Führungsstil. Also es geht wirklich um seine Person jetzt. Und Sie glauben, dass die Demonstranten das Angebot des Referendums dann annehmen werden? Das Referendum, das gestern angeboten wurde, haben sie in weiten Teilen nicht angenommen. Sie sagten, das würde letztlich mit die Gefahr beinhalten, dass man es verliert, weil nämlich ganz Istanbul könnte abstimmen. Da ist die AKP sehr, sehr gut organisiert. Also wenn, müsste man darüber reden, dass das Referendum nur auf den jeweiligen Stadtbezirk beschränkt ist. Im Übrigen sagen die Leute, es geht uns einfach um mehr. Also Erdogan muss irgendwie auch etwas sagen zu der Frage, wie wird die Polizei sich weiterhin verhalten. Auch diese Themen müssen irgendeiner Lösung zugeführt werden, denn es gab halt doch sehr viel Polizeigewalt. Michael Schramm, vielen Dank für diese Einschätzungen.